Da ist er. Willkommen im Song at Home Studio zu einem Song von den Traveling Wilburys. Eine Band, die eigentlich durch einen Zufall entstanden ist, weil George Harrison hat im Frühjahr 1988 einen Anruf von seiner Plattenfirma bekommen. Kannst du nicht vielleicht auf die B-Seite von deiner neuen Single-Auskopplung, damit sich die Grütze besser verkauft, noch einen schönen Song machen, irgendwas Besonderes? Und dann hat er gesagt, okay, such mal erstmal ein Studio. Das Studio war das Studio von Bob Dylan. Anschließend kam dann noch Jeff Lynne mit dazu, also der von Electric Light Orchestra, der das Ganze produziert hat und sagt, ich habe da noch eine geile Idee. Ich bring mal den Roy Orbison mit, der hat auch gerade bei mir eine Platte produzieren lassen. Und dann wiederum wurde auch noch Tom Petty angerufen. Dann haben sie sich zusammen hingestellt, haben gesagt, lass uns doch mal was zusammen machen. Geile Idee. Am selben Tag wurde Handle With Care geschrieben, aufgenommen, eingespielt, fix und fertig, und um dem Ganzen einen Namen zu geben, ist der wohl entstanden, weil auf einer Kiste, die im Studio stand halt drauf, Vorsicht bitte, Handle With Care. Naja, wie es auch immer gewesen ist, ist wurscht. Ich versuche jetzt auch diesen Song mit Vorsicht und Ehrfurcht zu behandeln und wünsche euch viel Spaß. Handle With Care. Next to mine, and dream on. I've been third, loved, and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and my schools. Handle me with care. Overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Will you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Handle me with care. Ja, Handle With Care, ich danke euch auch diesmal recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Mitschnippen, vielleicht auch fürs Mittanzen, und freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, behandelt euch gut, Handle With Care, und schickt mir einen Kommentar, ein Like oder ein Support. Wir sehen uns nächste Woche. Schönes Restwochenende, sagt der Hendrik P. Tschüss.